Mein Name ist Annette Hauschild, ich bin Fotografin, in Gießen geboren, lebe seit 1989 in Berlin und seit 1996 Mitglied der Fotoagentur Ostkreuz. Ostkreuz ist eine Agentur von Fotografen, die sich 1990 gegründet hat. Die Gründungsmitglieder waren 7 Fotografen aus der ehemaligen DDR, die auch schon zu DDR-Zeiten recht renommiert waren und zum Beispiel für die Sibylle und für einfach ganz interessante Magazine im Osten, teilweise aber auch im Westen, fotografiert haben. Mit 23 Mal Deutschland beleuchten wir mit eben 23 einzelnen Positionen Deutschland in den letzten fast 40 Jahren von Geschichten Bildgeschichten aus der DDR-Zeit über Wendegeschichten bis zu Fotoprojekten, die jetzt ganz aktuell spielen. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz schöner Durchschnitt durch eben Zeit und Raum der letzten Jahre. Also ich interessiere mich für den Menschen und die vielleicht so die ureigensten Bedürfnisse und Sehnsüchte des Menschen und versuche so nah wie möglich ranzukommen, um mit kleinen Geschichten vielleicht was doch ganz Universelles zu erzählen. Also ich glaube, 30 Jahre deutsche Einheit ist auf der einen Seite eine Erfolgsgeschichte. Da ist viel passiert und es ist ja undenkbar, dass es diese zwei Staaten nochmal als einzelne Staaten geben sollte. Auf der anderen Seite sehe ich, dass es auch noch eine Herausforderung ist, dass wir uns immer als Einheit verstehen. Und da liegt wahrscheinlich immer noch eine Wegstrecke vor uns. Also die Zukunft neu denken. Da fällt mir eigentlich nur ein, dass wir vor sehr konkreten Herausforderungen stehen. Einmal aktuell natürlich die Pandemie, in der wir leben, mit der wir umgehen müssen. Der Klimawandel oder die Klimakrise ist natürlich eine total große Herausforderung und vor allem eben auch eine gesellschaftliche Herausforderung und eine Herausforderung, die, glaube ich, nur gemeistert werden kann in Gemeinschaft, also als Nation, als Kontinent und auch als Weltgemeinschaft müssen wir, glaube ich, darauf reagieren. Mit unseren Arbeiten zeigen wir, glaube ich, in mehreren Beispielen, wie das Miteinander, wie das Zusammenleben funktioniert, aber auch, welche Bedürfnisse Menschen haben. Und ich glaube, eben dadurch, dass wir so weit auch zurückgehen in die letzten 40 Jahre, auch deutsche Geschichte, können wir eigentlich auch beweisen, was wir geschafft haben als Gemeinschaft. Und ich denke, das können wir vielleicht auch weiter schaffen, um Merkel hierbei zu zitieren.